Hallo liebe Mutzis, da ist der Joel, der andere Mutzi. Und ich begrüße euch zu einer ganz speziellen Podcast-Episode. Es ist nämlich keine offizielle Feelgood-Podcast-Folge, sondern es ist eine einmalige Aufnahme, die wir vor 2-3 Wochen gemacht haben. Und mit mir, meine der Matteo Gutenrath und ich, wir haben einen Live-Podcast gemacht an der Spring Basel Besuchermesse, wo es jetzt zum zweiten Mal gegeben hat das Jahr. Und wir haben als Special Guest den Baschi gehabt. Das heisst, es ist wie gesagt keine offizielle Feelgood-Podcast-Folge, sondern wirklich ein einzigartiges Ding, wo ich für das Osterweekend jetzt den Drop auflade, wie man es auch immer will nennen. Und das ist möglich dank ganz vielen tollen Menschen. Natürlich einerseits der Spring Basel, andererseits Trust the Process, tolle Agentur, die das organisiert hat. Natürlich der Matteo, der Baschi. Und darum vielen Dank an alle Beteiligten. Auch, dass ich das jetzt darf aufladen. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil, wie gesagt, das ist ein Live-Podcast gewesen, vor Publikum, auf einer Bühne. Darum ist es auch ein bisschen eine andere Aufnahme wie sonst. Es ist nicht im Studio, es ist nicht der Christoph dabei, der irgendwie noch Sachen einblenden kann oder so, sondern wir haben halt wirklich einfach geredet. Ja? Das Motto ist gewesen, sind wir mal ehrlich. Und ich möchte dazu noch 2-3 Sachen sagen. Wir haben es geschafft, dass die Aufnahme verwertbar ist. Darum wirklich vielen Dank an alle Beteiligten. Wir haben ein bisschen geschnitten, aber wirklich nur am Anfang und am Schluss, weil wir natürlich dort noch viel erklärt haben und erklärt haben, wie es weitergeht, andermass und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht so relevant für die Folge. Darum ist am Anfang ein bisschen ein harter Cut und am Schluss gehen wir dann einfach raus mit der Verabschiedung vom Baschi. Aber zumindest drin, alles dazwischen ist nicht geschnitten, sondern das ist der Talk, so wie ihr dort gesehen ist. Und was man auch noch dazu muss sagen, die Aufnahme ist von unserem Mikrofon. Also wir haben jetzt dort nicht irgendwie noch so ein Ambi-Mikrofon, heisst das, wo man irgendwie ins Publikum tut oder so. Das heisst, das Publikum hört man sehr, sehr wenig, nur über unsere Mikrofon. Wenn zum Beispiel mal irgendwie geklatscht wird oder so, Lacher hört man leider nicht. Aber ich habe sie in meinem Kopf, ich weiß, es hätte sie gegeben. Das wollte ich noch dazu sagen. Und drum wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und Vergnügen mit der wirklich einmaligen Live-Podcast-Episode von Matteo und mir mit unserem Gast, dem Baschi. Was mich natürlich jetzt noch ein bisschen irritiert an dem Ganzen ist, ein Podcast ist eigentlich, wir hocken so und reden miteinander. Ja. Und im Normalfall jetzt kein Publikum. Im Normalfall nicht. Also doch, es hat ein Publikum, aber halt nur das Publikum lost uns nicht in einer Halle, sondern im Bus. Kein Live-Publikum. Oder im Fitnessstudio. Oder zum Einschlafen. Oder meistens zum Einschlafen. Also wir werden dann merken, falls ein paar von euch einpennen, es wird relativ klar, wer da zur Crowd dazugehört, wo muss Background-Noise haben. Aber ja, es ist natürlich, wie soll ich sagen, eine Fish-Out-of-Water-Experience, ein Podcast live auf einer Bühne aufzunehmen. Genau. Und was drum jetzt natürlich so für mich irritierend ist, wir haben jetzt einfach mal angefangen zu reden, aber es hat ja trotzdem Publikum da. Das heisst, ich als Showbusiness-Ross, ich bin mir gewöhnt, dass wenn ich auf eine Bühne komme, dass die Menschen komplett ausrasten. Naja, also ich habe jetzt schon 1,5 Jahre auf Tour begleitet. So gewöhnt bist du das nicht. Also ich kann mich in meinem Kopf bin ich mir gewöhnt. Ich kann mich an den einen oder anderen Gig erinnern, wo man ein bisschen animieren musste, wo man ein bisschen beibringen musste, um was geht es da eigentlich. Wir kommen später noch zu einem schlechten Auftritt. Wir haben ein bisschen etwas vorbereitet zu dem. Aber ja, also ich meine, die Leute sind am Nachtessen, es sind Leute mit Kindern da, dort hinten wird Gin degustiert. Du kannst nicht erwarten, dass jetzt dort Leute, während sie irgendwelche Momos am Reinfritten sind, völlig aus, also was ich meine, völlig am Stampfen sind. Das funktioniert so nicht. Ja, aber wenn du mir jetzt da reinfährst, das bin ich mir gewöhnt. Also dann gang doch nochmal hinter die Bühne, können wir schnell. Gang doch mal hinter die Bühne, einfach, dass im Joel sein Ego jetzt keinen Knacks hat. Ja, ich brauche das. Sonst komme ich nicht in Fahrt. Aber komm einfach raus, wenn wir es probt haben. Wir proben jetzt zusammen, wir fangen mal an mit so einem Sonntagnachmittag, Tennis, ein Dreierapplaus, ein Dreier. So eine, ja, schön, toll. Okay, machen wir mal einen Sechserapplaus, wir haben schon 2 Aperol drin, ja.
Und jetzt machen wir 10, wir rasten aus, das wird die krasseste Nummer. 10, wir rasten aus, das wird die krasseste Nummer. Okay. Und dann komme ich. Und das machen wir jetzt. Jawohl! Der Joel von Mutzenbacher. Und weißt du, was ich gerade merke? Ich habe jetzt kurz ein T-Shirt an. Ja, ja? Es ist ja hinten zu kurz. ihr seht seine Schoggi-Seite. Aber ich muss sagen, nach wie viel Touren, wir haben jetzt, glaube ich, 3 Touren habe ich die begleitet. Nach 2 oder 3 Comedy-Solos, wo man der Joel begleitet, das ist nicht mit dem Ansatz nicht das Schlimmste, was ich auf dieser Tour gesehen habe. Also es ist halt wirklich so, wenn man in einem Kleidtheater und er zieht sich noch um und muss noch irgendwelche Kleidungsstücke sortieren. Es ist wie so, das ist in Ordnung. Aber geht es jetzt besser? Fühlst du dich willkommen von den Leuten? Ich finde das großartig. So bin ich mir es gewöhnt. Ja. Und vielen herzlichen Dank für den spontanen Applaus. Der hat mir sehr gut getan. Ich bin mir es gewöhnt, auf die Bühne zu kommen, so wie wir vorher auf die Bühne gekommen sind. Was ich jetzt aber noch mal dazu sagen muss, ist, wenn du sagst, Garderobe, also ich bin nicht der, der oben ohne sich selber 10 Minuten lang anschaut und so macht. Ich denke, das bleibt unter uns. Du hast angefangen. Nein, das ist in Ordnung. Wir können alle intern ausplaudern. Ich denke, ich mache es dir gefallen, indem ich die Leute zum Klatschen bringe und nachher kommst du von hinten führen. So. Was ich übrigens sehr schön finde, wenn wir schon so ein bisschen noch im Rausfinden sind, was das so genau wird. Ich fühle mich recht daheim, indem man, ihr seht es jetzt nicht so, aber man sieht so eine leichte. Man sieht so einen leichten Rauch permanent in dem Raum. Definitiv. Vom grillierten Speck und. Das Odeur. Sonstigem Fleisch. Also ich hoffe, wir haben morgen alle noch Ersatzkleider, weil wir schmecken morgen alle nach Raclette. Also ich meine wirklich, ihr seht, es ist ein grauer Schleier vor uns in diesen Lichtern. Weil dort hinten, und es gibt auch wirklich, also wer Burger will, es hat überall noch Burger. Auch herausgefunden. Oh. Aber. Somit haben wir schon einen Stuhl weniger. Also das ist ja wirklich, das ist ja kein Stuhl, das ist ein Kunstwerk. Jetzt definitiv. Nein, also gut. Jetzt. Falls jemand während dem Podcast verdrinkt, wir haben jetzt einen Rettungsring. Das ist ja nicht euer Ernst, Alter. Also ich weiß schon, ich habe schwere Knochen, aber so schwer. Ja gut, also dann machen wir stark. Machen wir doch das Beste draus. Kannst du da jetzt über dich ziehen? Kannst du jetzt also Ring probieren wir es doch. Probieren wir es doch jetzt den Ring anzuziehen. Das ist wirklich. Also ich meine, es gibt jetzt Leute, die sitzen da und denken, es ist so. Ist das, was aus Divertimento geworden ist? Ja, meine Damen und Herren, das ist. Oh mein Gott. Von weißt du, was das Schlimmste ist? Es gibt einen Grund, warum wir zwei heute da sitzen. Nämlich, weil das Ding jo kein Budget hat, sollte verbrauchen. Ich liebe, wie die Veranstalter dort sitzen und mitkriegen, dass so einer von den 8 Stühlen, die wir im Backstage haben, kaputt gegangen und niemand reagiert. Das ist einfach, sie sitzen dort und denken, so, das ist ein Fehler gewesen, das Projekt. Das ist ein großer Fehler gewesen. Spätestens jetzt. Nein, schön. Das hilft mit der Postur. Das ist ein Physiostuhl, wisst ihr? Das ist ein Physiostuhl. Nein. Wir haben ja noch den Baschi hier. Der Baschi tatsächlich auch schon in der Haus. Aber bevor wir zum Baschi kommen, machen wir einen kleinen Live-Podcast. Ja, wir sind schon mit dran. Ist das aber bewusst? Was mich interessiert, ist, du bist jetzt unterwegs mit dem ersten Solo, das Jahr mit dem neuen Solo Zero, yeah. Wo man, by the way, das Wochenende in Basel-Land gesehen. Und da interessiert mich, du bist jetzt schon länger mit dem unterwegs, ein paar Tourtermine gespielt. Wie fühlt sich das an? Wie geht es da mit dem Solo? Wie läuft das? Das ist das 5. Solo. 6. 6. Solo. Ich pass auf in deiner Karriere, offensichtlich. Absolut. Wo stehst du? Wie fühlt sich das an? Sehr gut. Also, gerade gestern hatte ich eine Show in Zürich. Man darf es fast nicht sagen, hier, aber es ist so. Und die ist super gelaufen. Hat sehr, sehr Spass gemacht. Und jetzt, ich sage jetzt mal, kreativ gesehen, behaupte ich, bin ich an dem Punkt, wo ich sein mit dem Programm. Ich bin aber gestern viel mehr erfreut gesehen, dass die Show stattfinden konnte, weil ich am Abend vorher noch in Berlin auftreten bin. Und am Dienstagmorgen haben wir mit dem Flugzeug auf Zürich fliegen. Das habe ich schon mal gemacht, vor einem halben Jahr, als ich Premiere hatte. Es war genau die gleiche Situation gesehen.
Da habe ich am Premiere-Tag, wo ich in Basel gespielt habe, musste ich mit dem Flugzeug, habe ich extra den freien Flieger genommen. Falls etwas passiert, hätte man nachher noch mal einen. So. Gestern, ich genug früh aufgestanden, bin im Hotel, lass mir so ein paar Kaffee raus in der Lobby, bis das Taxi kommt. Dann fahren wir zum Flughafen. Und auf der Fahrt zum Flughafen platzt der Reifen. Und wenn ich sage platzt, meine ich nicht, er ist über irgendeinen kleinen Nagel gefahren und hat so ein bisschen Druckverlust. Und es geht noch so ein paar Kilometer, bis keine Luft mehr drin ist, sondern der Reifen ist platzt. Und wir sind automatisch auf einem Felgen gefahren. Das ist aber geil. Und ich habe extra, jetzt machen wir ein bisschen Audio-Effekt. Achtung. Das ist aber geil, weil da gibt es Funken. Ich habe extra einen kurzen Ausschnitt habe ich aufgenommen. Weil, warte, ist weitergefahren? Ja, er hat halt da ein bisschen müssen, bis er mal noch jemand konnte rechts anhalten. So mit schönen Schlagseiten. So. Ziemlich. Er hat mir schön gegensteuern. Ja. Und sind jetzt, natürlich Achtung. Berliner Taxifahrer, die kennen nichts. Das funktioniert nicht, Joel. Okay. Das, wir also, haben es probiert. Es tönt wie ein Traktor. Props. Es tönt wie ein Traktor. Und dann, du bist ja trotzdem angekommen. Also die Story ist ja völlig unspektakulär, weil es hat am Schluss trotzdem klappt, oder nein, was? Nein, es ist dann schon sehr, sehr, sehr schlimm gewesen. Okay. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Weil wir sind dann rechts auf der Autobahn auf einem Pannenstreifen. So. Dort haben wir einfach mal gehalten. Ja. Ich habe keinen Plan gehabt, was geht. Ich denke so, nicht schlimm, ich hatte ja noch mal einen Flug, gehe schon auf die App, will mal schauen, welche Zeit der Flug war, dann sehe ich auf der App, der Flug ist ausgebucht. Und dann habe ich gemerkt, der ganze Kaffee, den ich vorher reingeschüttet habe, das ist der falsche Moment, um eine Panikattacke zu schieben. Weil ich habe eh schon Herzschlag 180 gehabt. Mein erster Gedanke war, wir fahren rechts raus, ich mache meine Uber-App auf, bricht die Fahrt ab, gebe einen Stern und bestelle ein neues Uber. Weil wir in Berlin auf einer Autobahn rechts auf dem Pannenstreifen sind. Mhm. Der Pannenstreifen, der ist so breit wie der Tisch. Du hast nicht einmal die Türen können aufmachen, ohne dass sie weg war von irgendeinem LKW, der mit 100 Sachen vorbeirast. Aber wenn du... Warte jetzt! Das heisst, es ist wie klar gewesen, dort kann nichts passieren. Der andere macht sich dumms Pannendrehen auf, stellt es an, eine Sekunde später ist es schon weggewindet gewesen. Und dann habe ich jetzt einfach Panik gekriegt. Dann habe ich wirklich so ganz komisch geschnauft, weißt und das war auch mein Gedanke gewesen. Ich will etwas anderes bestellen, aber das geht doch nicht. Du kriegst kein Uber an, weil wenn du auf der Autobahn ist und dann denkst du, wieso kommt jetzt hier mein Ziel, dann ist er schon vorbeigefahren. Ich glaube, wenn man noch einmal ein Uber auf die Autobahn bestellt, dann in Berlin. Also Uber und Taxifahrer in Berlin sind wirklich, es ist wie so, Uber und Taxifahrer in Berlin sind wie schlechte Coiffeure. Es ist, du steigst ein, kriegst einen Klapper, sie küssen dich, so, wohin, Alter, dann fahren sie, und dann, so, dann, Alter, es ist... Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, was jetzt passiert. So. Und dann? Und dann habe ich daran gedacht, wenn ich ein Buch gelesen habe, wie man mit schlimmen Situationen umgeht. Und zwar... Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, dann ist das nicht immer deine Schuld, aber es ist deine Verantwortung, damit umzugehen. Das habe ich in meinem Kopf gehabt. Dann habe ich gewusst, meine Verantwortung ist jetzt, irgendwie gut hier zu reagieren. Ich habe gewusst, er will nicht mehr weiterfahren mit seinem kaputten Auto. Ja? Also habe ich Verantwortung übernommen. Und bist weitergefahren mit seinem kaputten Auto. Habe ihn umgebracht und bin selber weitergefahren. Ich mache das jetzt halt. Nice. Und dann habe ich mit ihm geredet und gesagt, es tut mir leid, aber ich muss auf das Flugzeug. Ja? Und viel Zeit habe ich nicht mehr. Also, okay, das verstand ich. Ich muss eh irgendwie den Reifen wechseln, das kann ich hier auch nicht machen. Ich fahre jetzt noch mal ein bisschen. Und ich so, guter Move. Ja, ja. Dann ist er mit 15 bis 20 km/h auf dem rechten Pannenstreifen, durch den Tunnel, nächste Ausfahrt. Dort bin ich dann ausgestiegen, habe ein neues Taxi bestellt. Und ich habe wirklich Last Call beim Boarding habe ich noch geschafft. Also es war sehr knapp gewesen. Darum bin ich wahnsinnig froh, dass alles geklappt hat. Sonst war ich wahrscheinlich heute auch nicht da. Ich liebe, wenn ich dich anfänglich gefragt habe, wie es mit deinem Solo geht. Und du biegst einfach 10 Minuten lang mit irgendeiner Story um. Das heisst, mit deinem Solo läuft es
okay. Ich frage, wie es geht mit dem Solo und du erzählst mir 10 Minuten lang eine Story von einem Taxifahrer jetzt in Berlin. Ich habe das Gefühl, da interessiert niemand, wie es mit meinem Solo läuft. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ich denke für dich schon. Doch, die ein oder andere Person kennen die, sehen die auch im April. Aber Entschuldigung, dass ich Interesse an deiner Karriere hatte. Nein, ist in Ordnung, Alter. Zum ersten Mal. Das ist zum ersten Mal Interesse an deiner Karriere. Wenn ich kein Geld damit verdiene. Und, darf man erzählen, du hast eine kleine Blessur. Weil ich habe nämlich, du bist Skifahrer, ich bin Skifahrer. Ja. Und wir sind, glaub, bei beide, mir ist es schlechter rausgekommen als bei dir. Wir sind beide in Notaufnahme gewesen. Nein, in Notaufnahme bin ich nicht gesehen. Bist du in Notaufnahme? Ich bin in einer Woche Skiferien zweimal in die Notaufnahme gegangen. Nur ganz kurz. Ich kann nichts ernst nehmen, was du sagst. Wie zum Beispiel, ich bin in einer Notaufnahme gesehen, während du so einen scheiß Ring um dich herum hast. Ich weiß auch nicht, Alter. Es hilft mir ja niemand. Das sind 17'000 Messestände. Da oben ist übrigens eine ganze, die ganze Halle da oben ist voll mit perfekten 1A Gartenmöbel mit Sitz, wo man mir einfach einen abtragen könnte. Aber nein, man lässt mich da sitzen. Wieso nicht du? Also, als wäre ich in der Costa Concordia am Versuffen, Alter. Hier, Ayuto, Alter. Das ist schon wirklich. Ich bin zweimal in der Skiferien in die Notaufnahme, zweimal nicht wegen mir. Ich bin zweimal als Begleitperson in die Notaufnahme. Einmal habe ich mit meinem Bruder auf der letzten Abfahrt gesagt, wir machen ein Rennen. Grossartige Idee. Also es ist die beste Idee, die ihr in der Skiferien könnt haben, ist so nach so 3 Zwetschgenlutz am Viertel ab 4 finden so. Und jetzt schauen wir, wer zuerst Stunden ist. Sulziger Schnee, alles abgefahren, ich fahre einen Hügel drauf, drüll mich um, der Typ ist nie, dann muss ich meine Ski... Ist er so schnell gesehen? Alter, er ist 115 Kilo schwer. Und er ist 115 Kilo schwer und macht einfach oben immer ein Päckchen. Und ich sehe halt so über den Kopf nicht mehr drüber. Ich sehe nicht mehr drüber, wo er ist. Das heisst, ich weiss, Alter, ich muss jetzt hier wie ein absolutes Opfer meine Ski abziehen und muss dann mit den Skischuhen in den Hügel rein dort rauflaufen. Und ich habe es auch nicht etwa. Ich schätze jetzt mal 19 Pancakes zum Morgen gegessen dort jeweils und ich habe einfach nur reingelassen. Das heisst, ich bin komplett... Also eigentlich für dich noch wenig. Völlig außer Atem, laufe über den Kopf und sehe wirklich so 2 so Ski gekreuzt, 5 Leute um ihn herum, mein Bruder liegt so dort. Und dann habe ich in meinem Kopf so gedacht, so, jetzt muss ich dort anrennen, Film rief mein Bruder retten und ich sprint los und es ist wie in so einem schlechten Cartoon. Ich bin etwa... Ich würde sagen, 10% von der Strecke gerannt und dann einfach eine Pause machen und mit so der Hand auf den Knie, wie so ein richtiges Opfer, weil mein Bruder dort vorne so liegt und Leute ihm helfen. Ich so, das ist eigentlich meine Aufgabe. Alter. Und dann liegt er dort und irgendetwas ist kaputt. Und ich, das Erste, was ich komme an, das Erste, was ich frage, was hast du gemacht? Also ich weiß doch nicht, was ich gemacht habe. Ich bin aus dem Ski rausgeflogen, Knie kaputt, Schulter kaputt, alles gebrochen. Und dann so, nein, ich brauche keine Schmerzmedikamente. Und dann haben sie auf den komischen Schlitten drauf gelüpft. Und in der Sekunde, wo sie gelüpft haben, gefunden, nein, ich brauche etwas. Und dann habe ich etwas vom Schönsten erlebt, was ich als jüngeres Geschwister erleben kann. Ich liebe meinen Bruder, aber er ist ein harter Sieg. Er ist mein älterer Bruder. Ich bin immer ein bisschen drunter gekommen von ihm. Und dann kriege ich mit, wie der Sanitäter auf 3'000 Meter am Hang meinem Bruder ein Fentanyl-Lolli gibt. Ich habe meinen Bruder noch nie in fucking 35, ich habe ihn noch nie so gut gelohnt gesehen. Mein Bruder einfach, der kriegt, es ist ein Lolli, es schmeckt nach Kirsi, sie geben ihm einen Fentanyl-Lolli, dann packen sie ihn ein wie der Tutankhamun, Alter. Und dann liegt er auf dem Schlitten, wir rattern aber, wir kommen unten an und dann liegt er so im Schlitten. Und ich denke, also, und dann haben sie ihm noch Ketamin gegeben und dann ist Party losgegangen. hat er gemeint, er ist im Ausgang. Dann sind wir im Dings, nein, ich bin im Krankenauto gesehen, nach hinten gehört, wie die Sanitäter mit dem Schwätzer nicht von seinen Ferien in Elba erzählen. Ich sage, gut, einem Kollegen geht's gut, das ist alles in Ordnung. Dann kommen wir dort an, ich gebe ihn ab, der wird operiert, bla bla, bleibt eine Nacht lang dort. 2 Tage später mit meiner Freundin weiter Ski gefahren, meine Freundin, schlau wie sie ist, gefunden, sie muss am Lift die Brille nicht anziehen. So bemerkt sie, Licht ist zu hell, heißer Kopf, kalte Hand. Sie hat es geschafft, mit dieser Fläche Haut, wo die Brille ist, hat sie es geschafft, sich einen Sonnenstich zu holen. Ah. Und ich packe sie ins Auto, fahre in die Notaufnahme, gehe in Empfang und die Frau so, sie? Schon wieder?
Was ist genau bei Ihrer Familie falsch? Alter? Was sie nicht gewusst hat, ist, dass du ganz spezielle Reiseangebote machst. Guten Rat reisen. Ja. Mit Notfallgarantie. Sie kriegen das beste Bett in St. Moritz, in der Klinik gut. Sie kriegen das beste, bis ein Seeblick, Garantie. Ich muss Ihnen nur zuerst einfach schnell das Schienbein brechen. Und inklusive Fentanyl-Lolli. Ist alles im Preis inkludiert. Völlig bodenlos gewesen, Alter. Einfach, ich denke, die geben dann vielleicht so einen Tafalgan oder so. Nein, der Typ kommt an der Fentanyl-Lolli, Alter. Was ist bei dir? Du bist im Skifahren. Was ist also passiert? Ja, meine Geschichte ist sehr unspektakulär. Ich bin auch beim Sulz, hat mein Ski rechts weggenommen, die letzten 50 Meter, bevor ich effektiv am Ziel gesehen war. Das heisst, ich bin bergauf gefallen, aber ich bin immer noch mit dem Momentum nach oben gesehen. Weißt du, wie ich meine? Nein, ich glaube, das hat auch hier niemand verstanden. Wie geht man bergauf, aber gegen Abend? Das ist... Ich bin so gefahren. Oh, jetzt kommt der Act-Out. Ja, ganz gut, oder? Warte, ich bleibe im Character. Physical Comedy hat ins Feinest, Alter, komm. Ich bin so gefahren. Aha. Ich, also, als ob so jemals jemand Ski gefahren war. Ja. Aber ich mach's. Und danach ist so eine Sulz-Kunstschneehaufe und mein rechter Ski geht so weg. Durch das mache ich eine halbe Pirouette, okay. Bin immer noch in der Rückwärtsbewegung und gehe so bergauf. Rippe gebrochen. Rippe gebrochen? Ja, oder angeknackst oder was auch immer. Willigen. Aber was du gerade erzählt hast vorher, hat mich viel mehr erinnert, wir haben noch, kurz haben wir noch, ja, hat mich viel mehr erinnert an Skilager, wo ich gesehen bin, wo es innerhalb von einer halben Stunde 3 Unfälle gegeben hat. Und du ersten, als Kind oder du als komischer Erwachsener, der mit Kindern Ski fahren? So etwas dazwischen, ich bin 12 gesehen. Ah, okay, ja. Nein, Skilager, wir sind dort, das war gerade die coole Snowboard-Phase gesehen, alle mit ihren Snowboards, obwohl niemand sagen können Snowboard fahren. Und dann hast du ja immer Goofy oder Regular. Ich boykottiere Snowboard, ich weiß, also, was das bedeutet. Regular ist linker Fuß vorne, Goofy ja. Ist rechter vorne. Ich bin natürlich Goofy, wieso auch immer. Ja? Ich zeige euch schon die Schuhe. Und danach probierst du immer auf die dummen Bügellift, probierst du ein Regular und ein Goofy zusammen drauf zu tun. Damit sie auf dem Weg rauf können, ummachen oder genau. Was? Genau, dann kannst du alles machen. Küsset euch jetzt, Alter. Und das mache ich mit meinem einen Kollegen dort. Und irgendwie haben wir so die Balance nicht ganz gehabt, wo wir uns probiert haben zu küssen. Ja, ich wollte sagen. Er rutscht weg, schlittert runter, hinter uns nochmal 2 Snowboarder, der eine kann nicht ausweichen und fährt quasi über ihn mit dem Snowboard drüber. Und die Kante vom Snowboard geht einmal hier quer durch. Seine Nase ist einfach offen gesehen, einfach eine offene Nase. Da liegt dort, ich bin immer noch auf dem Bügellift und der Sportlehrer sagt, Joel, fahr du rauf und warte du da oben, bis ich dich nachher hole. Und ich, okay. So, und jetzt, man würde es mir nicht zutrauen, aber ich bin ja ein sehr, sehr anständiger Bürger, schon immer gesehen. Sehr brav, ich befolge alle Regeln. Das heisst, wenn ein Lehrer mir sagt, warte du dort oben, dann mache ich das. Und zwar, weißt du, bis wann? Bis um 4:15 bei der letzten Abfahrt. Bis um 7:30 gezogen. Ich bin über 6 Stunden bin ich einfach allein oben an einem Bügellift gesessen. Draussen im Kalten. Habe vor mir angesungen, habe mir irgendwelche Geschichten erzählt. Habe irgendwann gemerkt, ich glaube, der Bügellift funktioniert jetzt auch nicht mehr. Hm. Es wird dunkel, aber noch vor Handy und so. Also du bist halt einfach dort. Und dann irgendwann kommt der Sportlehrer wieder. Ah, der ist so, ja, um 7:30. Sagt er, hey, es tut mir so leid. Es hat noch 2 andere Unfälle gegeben innerhalb von einer halben Stunde. Der eine hat sich Schienbein einmal gerade gebrochen und der andere in einer anderen Gruppe die hat sich Schienbein spiralförmig gebrochen. Haben sie alle müssen irgendwie Notfall bringen, alle irgendwie müssen unterbringen und so weiter und so fort. Und darum ist sie so lang gegangen. So, dann hat er mich geholt, dann hat sie mir ins Lager zurückgefahren. Und dann erzählt mir mein einen Kollege im Haus, der Sportlehrer, dass sie schon am Nacht gesehen. Und irgendwann fragt mal so jemand,
wo ist eigentlich der Joel? Und er so, oh Scheiße. Das ist ein klassischer Moment, wenn Eltern ihre Kinder noch immer vergessen, Alter. Ja, er hat mich vergessen. Ja. Er hat mich oft vergessen. Jo, aber ich finde, wieso? Jo, ich weiß auch nicht. Und zum Glück bin ich dort... Vielleicht hat das ein bisschen geplant. Ich denke, wenn es niemand merkt, sind wir da fucking, sind wir da Pinselkopf endlich los, Alter. Nein. Und dann ist er da an der Spring Basel. Ja. Sonst wäre das vielleicht alles vermieden worden. Und vielleicht wäre dort fertig gewesen. Und braucht Applaus von Leuten, die Raclette essen. Hey, sind wir so weit für den Dings? Nein, ich nochmal. Bitte, einmal langt. Also. Doch, bitte, bitte. Jawohl, geht doch mal richtig. Siehst du, es geht doch. Merkst du, schau mal, das tut mir so gut. Aber der Nächste, der hat das auch gern, muss man jetzt auch sagen. Ja. Unsere Talk-Gast. Oh, warte, ich muss ihn ja holen. Holst ihn? Ich hab gedacht, du holst ihn mit dem Ring. Ja, also hol ihn mit dem Ring, Alter. Weißt, ich muss nachher noch eine Stunde mit dem Sieg Auto fahren. Weißt du, dass ich über mich lustig mache? Nein, gut dazu. Ja, wunderbar. Der Baschi! Hallo. Hallo zusammen. Hoi. Was geht? Ich habe jetzt mir 20 Minuten lang im beschissenigsten Backstage, den ich je erlebt habe, eure Skiferien-Stories anhören müssen. Aber nein, also... Und es hat dich abgeholt, sei ehrlich. Nein, also deine Geschichte, also deine auch natürlich. Wie ist das gegangen mit dem... Find der Null-Lolli. Ist mir irgendwie hängen geblieben. Aber du! Ist klar, dass du da hängen geblieben bist. Wie alt bist du an diesem Bügellift? In welchem Jahr ist der dir hängen geblieben? Wie alt bist du? 12 etwa. Mit 12 du allein an diesem Bügellift? Ja. Yeah. So am Warten. Ja. Yeah. Ja, Tränen gehabt. Nein. Vom Mitleid oder weil du es so lustig gefunden hast? Ich habe es einfach herzig gefunden. Aber du hast sicher auch schon. Kann ich da meine Stimme ein bisschen mehr auf den Monitor? Das kriegen wir sicher an. Er ist schon dran. Schau mal, ganz angestrengt. Aber zuerst mal Rockstar-mäßig. Basel, wie geht's euch? Ich habe ja gewusst, bei dir kann man nicht mehr erwarten. Der alte Entertainer. Das ist einfach. Das holt ihn gerade raus. Aber du hast ja sicher auch so, du hast sicher auch so Geschichten. Ich meine, du bist ja auch ein begeisterter. Man würde es nicht denken. Fragen, ist es jetzt wirklich, Alter, wenn ihr mich rollt, habt ihr eine Rauchmaschine an? Oder was ist das so? Bin ich der einzige Mensch? Ich weiß schon, ich habe Stimmen im Kopf, aber sehen die das auch? Nein, das ist so. Was genau? Also, ist wie so, hat jemand eine FFP2-Maske da? Ich hätte gerne noch eine ganze Lunge. Alter, schau es mal an. Ist doch, ihr macht doch, die wollen mich doch ficken. Das ist eine Rauchmaschine an, Alter. Hört doch, ob ich mich rollen bin. Nein, das ist... Das ist doch eine Rauchmaschine, oder nicht? Das ist das Grillfleisch. Das ist Grillfleisch. Das ist der gute griechische, hä? Schön. Nein, sorry. Hast du auch mal spiralförmig Schienbein gebrochen? Oder? Nein, noch nie. Bist du auch mal allein am Bügellift liegen lassen? Bin ich auch noch nicht. Ich bin so ein... Ich komme ein bisschen näher zu euch, weil der Stress mir... Also, du musst aber aufpassen, nicht hinterlehnen. Sonst passiert denn das hier. Ich war auch in der Skiferien und dann war ich am Bügellift mit meiner Frau. Und vor uns ein Snowboarder, irgendwo aus, ich weiß nicht von wo, Indien oder keine Ahnung, das erste Mal in seinem Leben Schnee gesehen. Und dann ist er auf eine Ranze gefallen, oder? Und hat sich so dermaßen an diesem Bügellift gehabt. Du weißt wirklich so, es wird zum Leben und Tod. So. Eigentlich sagst du ja, lass doch einfach los, Mann. Lass einfach los. Nein, man hebt sich und probiert, bis raufzukommen. Und ich war so ein dreckiger Sieg, dass ich das Handy vorgenommen habe und dann einfach gefilmt habe und selber ins Handy gelacht habe. Weißt du, wirklich so wie so ein Arschloch. Ey. Und Alana hat mir gesagt: Hey, Alter, spinnst du eigentlich? Jetzt lass doch den armen Sieg los. Ja. Wo ist das Video? Hast du ein Handy da? Ich würde es gerne. Nein, ja, professionell kannst wie noch, ich bin. Kannst du es noch airdroppen? Einfach das. Ja. Wir posten es dann auf dem Account von der Spring Basel. Aber was ist denn falsch dran, wenn man Leute filmt, die umgehen? Oder ich finde, wie so du, wenn es im öffentlichen Raum passiert, du exponierst dich dem. Ich finde, natürlich, wenn du es jetzt postest, aber ich finde so für die private Sammlung, sagen wir so. Für andere Leute haben ein Fotoalbum, das sie an Weihnachten führen bringen und du zeigst dann so, schau mal, da bin ich in Zermatt gewesen, und der Typ. Völlig legitim. Oh, das finde ich in Ordnung. Find ich, ja. Kann man auch machen. Ich meine, ich habe auch schon gesagt, 17 Leute haben ein Foto von mir und einen verdammten Schwimmring gemacht. Alter. Das wird ja nicht mehr los, oder? Ja, eben, wie gesagt. Aber es geht ja auch, eben, ich
muss wirklich sagen, bin ich selber ein bisschen enttäuscht von mir selber, dass ich so auf diesen Memes hängen geblieben bin, ob auf TikTok oder auf Instagram, eben, wo ich einfach Leute sehe, wo so etwas probieren zu machen oder weißt, etwas irgendwie in Aktion treten, wo du sowieso weißt, das kann nicht gut kommen. Oder ein Schwimmbecken, das so einen Rand hat, wo so ein 300 Kilo schwerer Mann probiert draufzustehen und dann noch einen Retursalto zu machen und dann den Kopf noch am Rand anschlägt. Da bleibe ich einfach hängen. Aber du hast ja wirklich selber geschuld, oder? Ich würde dem zustimmen. Ich bleibe dabei hängen. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Fail Army, wo ich mir teilweise einfach so 3 Stunden am Stück wirklich so Leute, die einfach nur umkehren, das ihre Autos kaputt machen. Übrigens, weil ich habe im Leben nicht viel erreicht. Und ich aber nicht, das ist dass es übrigens mir gut bei Matteo ein Arbeitstag. 3 Stunden Fail Army schauen. Dann kannst du wieder abstempeln. Aber oder? Wieso bist du enttäuscht von dir selber, wenn du dann über Leute lachst, die fehlen? Weißt nein, weil ich in dem Moment wirklich mein Leben nicht mehr unter Kontrolle habe. Oder? Weil ich habe wirklich, bin jetzt direkt aus dem Studio gekommen. Ich habe jetzt schon wieder Ghetto, weißt? Ich habe jetzt schon wieder Ghetto mit meinem Management. Mein letztes Album ist 6 Monate her. Ich wollte sagen, wie genau... Also so sportlich unterwegs wie jetzt bin ich noch nie gewesen, dass ich jetzt schon wieder im Studio bin. Aber ich bin jetzt schon wieder 2,5 Wochen zu spät. Ich habe auf dem Weg von Zürich hierhin, wo ich notabene für das tolle Event 2 Stunden im Stau gestanden bin. So, da müssen wir auch mal ein bisschen Mitleidsapplaus muss hier haben. Ja. Basel ist heute sehr gut drauf. Ja, du singst ja auch nicht, weißt du? Studio, da bist ja. Du bist hinter drin im Studio. Ja. Und habe meiner Frau angerufen, eben im Stau, und gesagt, unsere Osterferien, die in 2 Wochen anfangen, muss ich glaube canceln. Ja, wieso? Warum? Ja, ich muss ins Studio. Die Plattenfirma will, dass ich wieder einen Song mache. Es ist ja gerade eine hektische Zeit. Und das ist, die Schlussfolgerung von, weil du so Videos schaust. Dort fängt es an. Genau. Genau. Hättest du Kopf damit den Song auch vor 2 Monaten können schreiben können? Die ganze Zeit am Handy hängst. Aber ist das ehrlich? Also ich habe das Problem, ich probiere das aktiv zu bekämpfen, aber ich bin wirklich zu viel, vor allem so vor dem Bett. Ich denke so, Alter, jetzt ist 10 Uhr. Jetzt gehe ich gemütlich, früh, weißt du, richtig so, jetzt gehe ich früh pennen, jetzt bin ich mal ein erwachsener Mensch. Und dann denke ich mir so, da hat mir noch jemand geschrieben, mache einen Link auf und dann ist einfach nicht mehr 10, sondern dann ist so 14:45 und ich schaue einfach irgendwelche chinesischen Kinder zu, wie sie in so einem riesigen Wok einfach so kochen und ich verliere mich dann. Okay, ja, nein, da bin ich ja wirklich noch gut, da bin ich ja wirklich noch easy. Ich gehe, wenn ich schnell aufs WC gehe, schaue mir schnell 2-3 Videos an und bin dann wieder weg. Aber so ein Opfer wie du, nein, das bin ich. Ich wollte sagen, du hast das Gefühl, du kannst über Probleme reden. Also ich weiß auch nicht, also 2-3 Videos auf dem WC, das habe ich gemacht, wo Leute noch auf Facebook sind. Ja. Nein, also unter, was haben wir, keine Ahnung, verstreckt vielleicht mal auf, wenn ihr es wisst, wenn ihr über 5,5 Stunden Bildschirmzeit pro Woche habt. Nein, ich nicht. Eben pro Tag meine ich, pro Tag. Was, pro Tag? 5,5 Stunden, locker 5,5 Stunden pro Tag. Nein, gerade so, was pro Woche, Alter, pro Tag. Das finde ich das Traurigste. Zeigt dir die Handy auch, wie viel Zeit du verschwendest? Nein. Nicht? Nein, ich bin nicht so technisch versiert wie du. Nein. Ich habe das auch nicht eingestellt. Es hat auf den angefangen, mir zu sagen, du bist zu viel auf YouTube. Es ist so eher das. Ich weiß auch nicht, Alter. Also 5,5 Stunden am Tag finde ich ja sehr, sehr stolz. Ah, das sind die guten Tage. Don't get me started, Alter. Das sind Tage, wo ich noch Sachen mache, Alter. Dann bist du mit dem Solo unterwegs und ich habe einen kaputten Stuhl. Das ist der Unterschied. Weißt du, so gleicht es sich aus. Gut, du musst ja beruflich musst du ein bisschen Videos anschauen. Du sollst wirklich auf Musik schreiben und aufnehmen. Und jetzt bist du im Verzug. Wie immer, ja. Wie immer. Aber das, also, meine Meinung, das brauche ich ja. Leute, die künstlerisch tätig sind, brauchen ja auch einen gewissen Druck, damit etwas passiert. Genau. So auf ins Freie raus, wenn du keine Deadline hast. Da bin ich viel zu faul. Eben.
Dann hänge ich es lieber ein bisschen auf dem Handy. Ja. Hey, ich brauche das Messer am Hals. Aber eben, es gibt natürlich auch die Musiker oder die Künstler, die, eben, wenn sie nichts machen, ist es ein verlorener Tag. Nein, dort bin ich ehrlich gesagt wirklich zu faul. Aber was wollte ich sagen? Das Lustige ist ja, dass ich. Wir haben ja. Wir haben das letzte Mal geredet miteinander in deinem Podcast. Ein paar. Also vor dem Album. Nein, ein bisschen nach dem Album. Ja, dort habe ich dir ja schon erzählt, so, was für einen kreativen Tiefpunkt ich in meinem Leben hatte. Und bin aber mit dem Album ja nochmal auf Platz 1. Meine ganze Tournee war ausverkauft. Und habe mir wie so gedacht, so. Nach so einer Talfahrt und jetzt eigentlich mit dem Erfolg, wird ich da oben anknüpfen, gehe ins Studio und schreibe 3 Hits. Mhm. Das ist eben genau nicht so. Ich bin genau immer noch am gleichen Tiefpunkt wie letztes Jahr. Und das Publikum, das ist jetzt das Erste, wo die Seele und das Innerste von mir erfahrt. Also, man spürt's. Der Basti ist ja immer noch genau am gleichen Punkt. Obwohl, ich jetzt heute einen Song schreiben und dem Management schicken, aber ich habe gemerkt, es fällt mir einfach nicht mehr so einfach wie auch schon. Hast du auch schon mal dem Management einen Song geschickt, wo du gewusst hast, der wird eh nichts, aber einfach, dann habe ich wenigstens die Abgabe erreicht? Gute Frage. Nein, für das bin ich dann immer noch zu gut. Okay. Ja, was könnte ja sein so. Also, ich habe schnell einen Song gemacht. Achtung. Das ist ein. Wie findet ihr? Geil. Schon, oder? Aber so, also Kreativität, in meiner Erfahrung, Kreativität ist schwierig zum Erzwingen. Also du kannst natürlich, wenn du eine Deadline und du brauchst das Messer am Hals und dann sitzt du an, dann kommt der Druck. Aber das kann man ja trotzdem nicht. Es ist ja keine Garantie, dass nur weil du weißt, in 2 Wochen muss abgegeben werden, funktioniert es dann. Und du sagst jetzt, der gleiche Tiefpunkt und wie ist jetzt an das anknüpfen mit dem Hoch und sagen, Alter, gerade die Welle mitnehmen. Also was passiert, wenn das nicht klappt, dass jetzt nicht 3 Hits rauskommen? Weißt du, ich meine, was ist der Prozess? Dann verschieben sie das Release-Datum. Dann wird das verschoben, oder was? Ja, oder moderieren der nächste Springmess im Basel. Ja. Wie das, was ihr macht, das könnte ich noch schon lange. Nein, also darum bist du ja da. Ja, ja. Ich bin schon mal ein bisschen am Eingerufen. Nein, was will ich sagen? Was, wenn es nicht klappt? Also, du musst auf Zwang sagen, du nimmst jetzt die 3 Songs raus, sagst, die müssen bis dann und dann da sein und sagst aber, du hast jetzt heute einen können schreiben, bist aber hinten drin. Ist es je vorgekommen oder hast du einen Plan oder weißt du, was du machst, wenn das nicht klappt? Wenn du weißt, Alter, wir haben es nicht geschafft, wir sind nicht rausgekommen. Ich habe wirklich ganz normal an das Pult hin, mit meinem Laptop und probiere einfach irgendwelche Geschichten, Fantasien, Emotionen, selbst erlebt, irgendwie auf das Blatt Papier oder in den Computer reinzudöckeln. Im besten Fall habe ich noch eine geile Melodie, wo ich mich daran festhalten kann. Und so entsteht dann im besten Fall ein Lied. Aber wie du sagst, das kannst du nicht auf Knopfdruck. Ich brauche einfach ein bisschen das Messer am Hals, um zu sagen, doch, morgen gehe ich wieder, übermorgen gehe ich wieder. Wegen dem sage ich, das beste Rezept ist eben Routine. Einfach immer wieder gehen. Und eben, wie ich es gesagt habe, für das bin ich einfach ein zu fauler Sieg. Für das gehe ich gerne Golf spielen. Mit dem Pascal Schmutz, lieben Gruß. Danke vielmals. Wann habt ihr das letzte Mal gesehen? Vorgestern. Und seitdem habe ich einen Halsweh, weil ich geschwitzt wie eine Sau. Und es war etwa 4 Grad. Es war definitiv 4 Wochen zu früh zum Golf spielen. Yeah. Und seitdem spüre ich meinen Hals. Und schön, dass du näher zu uns gesessen bist. Und dann das. Das ist wirklich grosse Probleme. Aber ich finde es schön, dass man auch auf einem Tiefpunkt im Leben kann Golf spielen kann. Das finde ich immer wichtig. So die Leute draußen, die auch Probleme haben, wissen, so, egal wie schlecht es euch geht, ihr könnt immer das 9 Riesen auspacken. Du weißt ja nicht, wo ich Golf gespielt habe. Wo hast du Golf gespielt? In Rheinfelden auf der Abschlagrange, wo du vom Zug aus siehst. Kennst du Frick. Nein, Frick. Zwischen. Nicht Zürich am Dolder. Nein. In Frick, oder? Nein, jetzt Zürich. Okay. Aber ich würde behaupten, 90% golfen wegen dem Tiefpunkt. Ich habe noch nie golft. Also golfen macht dann schon happy. Also ich meine, wenn du anschaust, wer Golf, das sind alles Leute, die so. Was geschafft haben. Ja, was geschafft haben.
Was ich meine? Und wo schon lange keinen Sex mehr haben. Seit der Peach Weber. Hey, look. Da kann ich nicht mitreden. Aber er golft ja nicht. Also, wie will er es wissen? Aber wenn's also mich interessiert noch ganz kurz, der kreative Prozess bei dir, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, du sitzt an und klappst einen Laptop auf oder hast ein Stück Papier. Und dann ein reiner Glücksfall. Du lässt es einfach passieren. Es ist einfach völlig intuitiv. Ich habe kein... Weißt du, all die coolen mit so einem schönen eingerahmten Lederbüchle mit einem 800-frankigen Füllfederhalter, wo dann im Zug hockt, einen Kaffee trinken und irgendwelche Sätze schreiben, das bin ich nicht. Bist du, glaube ich, auch nicht, oder? Nein, ich habe einen Laptop. Also meine Handschrift, ich kann sie selber nicht lesen, darum ich bin der Laptop-Mensch. Aber du bist immer am Studieren, immer am Schreiben, oder? Ich probiere so oft zu schreiben wie möglich, aufgrund von dem, was du gesagt hast, Routinen einfach. Aber es ist bei mir genau gleich. Ich habe keine Idee. Ich sitze an und ich fange wirklich an zu schreiben. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Es ist alles blöd. Und dann aus dem heraus kommt vielleicht etwas. Ich sage, 95% von der Zeit lösche ich es direkt wieder. Aber ich muss mich zwingen zum Schreiben, weil sonst kommt gar nichts. Also gar nichts. Bei mir ist genau das Gleiche. Andere fangen mit einem Refrain, mit einer Hook, mit einer Idee. Ich singe über das und das. Ich bin auch ganz, ganz einfach gestrickt. Ich fange immer mit dem ersten Satz an vom Song. Und entweder gibt das wie ein Bild. Einfach. Es ist Mittwoch oben und ich sitze mit zwei beknackten Typen auf einer Bühne. Oder? Oh, da habe ich gerade ein Bild, oder? Das ist aber ein schönes Bild. Sehr viel wissen. Also, okay, gut, also der zweite Song können wir morgen einreichen. Alter. Wir sind dran. Und weiss aber noch nicht, was schlussendlich Quintessenz von diesem Song ist oder wie ich denn das will auflösen, wo es überhaupt angeht. Gibt es einen Love-Song, gibt es einen gesellschaftskritischen Song, gibt es whatever. Und ja, das ist recht, wie soll ich sagen, recht unkontrolliert bei mir. Auch. Aber das ist, in dem Fall nehme ich jetzt mal an, bei unserem Talk heute haben wir ja die einen Song haben wir als Anlehnung genommen. Sind wir mal ehrlich. Ist das der Swiese angemeldet? Also, ich glaube, die Redewendung hat es schon vor dem Song gegeben. Nein. Nein, sicher nicht. Seit der Song draussen ist, höre ich vermehrt. Hey, sind wir mal ehrlich. Nein. Meinst du? Ja. Ja, also sicher hörst du es jetzt mehr. Nein, mach aber Spaß. Aber das ist ja wahrscheinlich eins von denen Songs gesehen, wo genau so entstanden ist. Dass du, wenn du sagst, du fährst an mit dem ersten Satz, und da ist, hey Leute, sind wir mal ehrlich, und danach hat wird auspackt. Ja. So. Das ist genau so gesehen. Den Song habe ich mit dem Dabu zusammen gemacht, von Dabu Fantastic. Und das ist wirklich so ein bisschen Ping-Pong. Hey, sind wir mal ehrlich, hey Leute, sind wir mal ehrlich. Jeder von uns hat schon mal geklaut. Eben, so Schlagwörter, brüllt, geliebt, geklaut, gestürzt, bla bla bla. Und so sind dann die Sätze wie zustande gekommen. Und ja, das ist ein sehr organischer Prozess gesehen, ja, für den Song. Und was ich beim neuen Album noch mal mehr gespürt habe als bei anderen Alben, ist auch die Ehrlichkeit. Also, du bist ja immer schon frei Schnauze gesehen und hast einfach gesagt, was dir in den Sinn kommt und wie du gerade willst. Aber ich habe das Gefühl, in den Songs ist das jetzt auch noch mal stärker geworden. Also schon nur Walzer in Wien ist ja auch ein recht kaputter Song. So. Sicher mein kaputtester Song. Ja, kann man ausser, schon so sagen. Außer für mich persönlich Favorit Zirkus Halligalli. Der ist auch recht kaputt. Ja, aber der kennt kein Mensch. Nein, aber es ist nur für uns. Da könntest du mal jetzt hören. Da wäre auch etwas für dich. Zirkus Halligalli, da musst du mal hören. Um was geht es? Wieso wäre auch etwas für mich? Geht dir der Stuhl kaputt, oder was? Ja, so ähnlich. Nein, es geht um... Also eigentlich geht es um mich. Es geht um einen Menschen, der in einem Zirkuszelt ist, allein, und er hat gerne den Applaus. Weißt du, so wie heute. Oh. Wie hier klatscht jetzt, es wird nicht geklatscht. Doch, dort hinten, danke vielmals. Nicht auf die versteckten Möchtegern, nicht auf die versteckten Botschaften. Aber Walzer in Wien, ein kaputter Song und hat eine Selbstironie und eine Ehrlichkeit drin, die sehr erfrischend ist für mich. Und an dem probiere ich anzuknüpfen. Ja. Mit Erfolg. Absolut. Es funktioniert ja auch. Ja. Ich meine, jetzt, du bist ja erst gerade in Basel gesehen, muss man dazu sagen.
ist etwa ähnlich voll wie heute. Nein, sorry. Darf ich schnell... Ihr habt jetzt alle so ein bisschen ausgepackt. So. Da würde ich schon noch mal sagen. Basel, Volkshaus, 1200 Leute, ausverkauft. Das hat mich wirklich berührt. Ich mache schon 20 Jahre Musik, bin 20 Jahre unterwegs. Ich habe auch schon im Volkshaus gespielt, aber nicht ausverkauft. Aber dass ich jetzt hier auf Basel zurückkommen kann, vor so vielen Leuten auftreten kann, so eine geile Stimmung war. Du bist notabene auf der Gästeliste gestanden, weil du mir mal irgendwann besoffen gesagt hast, ja, nimmst du mich dann auf die Liste und bist anscheinend nicht gekommen. Matteo, ich hätte dich sehr gerne auch auf die Liste genommen, aber dich interessiert ja außer deine YouTube-Videos sowieso nichts im Leben. Nein, also du musst jetzt schon noch schnell... Nein, aber ich habe der Alana gesagt, hat nicht die Schule auch wollen kommen? Ja, komm, hau ihn mal auf die Gästeliste. Aber ich habe mich nicht angemeldet, ich bin nicht da gesehen. Sonst wäre ich aber du hast gekommen. Doch mal gesagt, du willst mal schauen. Ich bin Gelderkinder gekommen. Aha. Das stimmt, ja. Aber das war ja keine offizielle Show. Nein, aber dort bin ich gekommen. Und dann, nachher, als ich dich angefragt habe, ob du willst Talkgast sein heute, hast du von dir aus, ich glaube, ich habe dir probiert anzuläuten, und hast geschrieben, du kannst leider nicht telefonieren, du bist recht krank, deine Stimme ist kaputt. Aber falls es um Gästeliste geht, kein Problem. Ah. Und ich so, nein, es geht nicht um Gästeliste. Sondern ich würde dich gerne fragen, ob du da bist. Und vielleicht hast du es von dort aus noch gemeint. Weil, ist das, haben die die Show mir so verschrieben? Genau. Ich habe Lungenentzündung gehabt. Ja. Von wegen Knie kaputt und so. Meine einzige wirklich schlimme Krankheit oder Verletzung, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte, ist wirklich eine Lungenentzündung. Und deswegen musste ich auch das Konzert in Basel verschieben. Ja. Hast du schon mal eine Lungenentzündung gehabt? Lungenentzündung nicht, ich habe viermal Covid gehabt. Das ist, ich glaube, viermal Covid ist eine Lungenentzündung. Nein, ich habe aber auch dreimal gehabt, Mann. Also ich habe viermal gehabt. Mein Papi ist im Fall stärker als dein. Ich habe einmal Covid gehabt. Hätte ich gewusst, dass ich hätte kommen können, wäre ich natürlich gekommen. Ja. Aber du kannst, also weißt du, mein, du kannst mir nicht im Nachhinein einen Vorwurf machen für etwas, was ich nicht gewusst habe. Das ist ein bisschen meine Art. Ja. Ich habe mich gerade gefühlt wie so mit 11 bei meinen Eltern daheim. So, der ist nicht gekommen und ich habe dich eingeladen. Und nein, ich bin aber der gekommen, Alter. Stark. Nein, also das ist schon, ich stelle mir das schon nice vor, so wie du es jetzt beschreibst, zu sagen, nach dieser ganzen Zeit, so eine Location, so viele Leute, nein, so eine Stimmung. Das ist so nicht selbstverständlich. Und ja, jetzt hat es irgendwie geklappt, keine Ahnung. Vielleicht will ich die Hälfte von allen Billets selber gekauft. Nein. Du bist alle auf die Gästeliste hier. Nein, ja, hure, wenn ich Gäste gehe. Ja. Meine Grossmutter aus Mannheim ist gekommen. Meine Mutter ist gekommen, meine Schwester ist gekommen. Okay, ja, es waren schon viele. Was ich mich noch erinnere, ist die erste Konzert im Volkshaus Basel. Ist auch nicht schlecht besucht gewesen, gell? Absolut. Ja. Wo ich gekommen bin, das ist dein erste Konzert in der Stadt Basel gewesen, nachdem du schon 10 Jahre Musik gemacht hast. Ja. Das hat mich so fasziniert, dass du eigentlich schon 10 Jahre unterwegs gewesen bist und erst dann in der Stadt Basel. Es gibt noch das Z7 in Brattelen. Das ist auch noch eine coole, also auch eine Location. Dort bin ich schon gewesen. Aber ja, in dem Fall ist das so. Hast du sonst noch ein paar gute Erinnerungen da oben gehabt? Ja, definitiv. Aber die darfst du jetzt hier nicht sagen. Doch, natürlich. Ich bin bei der Zugob bin ich als du auf der Bühne. Weißt du das noch? Aber du hast es, glaube ich, sicher sehr gut gemacht. Absolut. Nein, logisch. Bei welchem Song? Vegas. Oh. Ich wollte auf Vegas. Ja. Da haben wir hinter der Bühne... Dann hast du die Hut angehabt und bist auf der Bühne und... Er hat noch keine Hut gehabt, sondern er hat noch kurze Haare gehabt. Ja. Nicht gefärbt, ich auch nicht gefärbt. Und wir sind ab und zu verwechselt worden. Also hauptsächlich, ich bin verwechselt worden mit ihm. Ich glaube nicht, dass der Baschi jemals mit mir verwechselt worden ist. Und ich habe ihn mega gern parodiert damals. Also mache ich immer noch natürlich. Und
Dann haben wir irgendwie die Idee gehabt, dass für Zugob, er geht hinter die Bühne, gibt mir seinen Mantel, irgendeine Sonnenbrille und ich laufe so auf die Bühne und mache so einen auf Baschi und ich glaube für 2 Sekunden haben es die Leute geglaubt. Hast du die Parodie heute noch drauf? Kannst du ihn heute noch parodieren? Glaubhaft. Ja, das Singen ist schwieriger geworden, weil du singst viel besser als früher. Du bist... Nein, das ist kein Scheiß. Das ist kein Scheiß. Nein, aber so verbal. Könntest du jetzt schnell umdrehen und dann als Baschi wieder umdrehen und Leute glauben es? Nur, wenn sie die Augen zumachen. Kriegst du das Lachen an? Darf ich die Hut schnell haben? Wie rum? So rum, gell? Okay, Achtung. So, meine Damen und Herren, der Baschi! Ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt gerade im Volkshaus gespielt, 1200 Leute ausverkauft nach 20 Jahren, zurückgekommen nach Basel. Wie fühlt sich das an für dich? Ja, ich meine, schon geil, weißt du, weil Basel habe ich immer schon mega so eine Verbundenheit gefühlt, oder? Und dass ich dann nach 20 Jahren einfach so, weißt du, wieder mal kann. Okay. Ist gut, okay. Ja. Und warte noch? Sag noch mal etwas. Was erwarten wir heute von dir? Was ist in Zukunft geplant, Baschi? Ja. Der einzige Basler, den ich parodieren kann, ist der Erik Weber, aber das will nie jemand hören, Alter. Das ist wirklich. Wenn der Erik Weber hört, also warte. Da ist er, der Erik Weber, meine Damen und Herren. Also, ich bin der jüngste und der schönste Grossrot von Basel. Lecke mich am Arsch! Staatsanwaltschaft, leck mich am Arsch! Bin gefoltert worden mit schwerem Rauch. Da kommen die Ausländer mit ihren großen Pimmel, wo alle unsere Frauen ficken. Ich lasse mir das nicht gefallen. Ich gehe nach Abu Dhabi. Da werden die die Hand abgehackt. Da kümmert man sich noch um ihr Volk. Die Frauen im großen Rot haben gesagt, ich will die nicht ficken. Die sind alle so dick. Danke vielmal! Aber wie geht's? Wo ist der? Also, ich kann noch ganz kurz etwas sagen. Nein, aber es ist wirklich ein Jetzt kommt nicht ein Mini-TikTok. Er hat am Sonntag 3000 Stimmen bekommen. Ich habe, okay. Oder mehr sogar. Das letzte Video, das ich von dem gesehen habe, ist, dass er im Bett gelegen ist und brüllt hat über seine Freundin. Was ist genau das? Der gemeine Schwanzstecher hat Anja geklaut. Was ist passiert, Mann? Also gut, sind wir jetzt in der Erik Weber Lore drin. Nur, dass ich es gesagt habe, seit einer Minute ist klar, der Podcast kommt nie irgendjemand. Das ist jetzt einfach schon entschieden. So. Das kannst du schneiden. Also man könnte ja einfach die ganze Impression... Nicht einmal ich bin schuld. Man könnte es ja bleiben. Entschuldigung, ich habe nur einen Schweizer Politiker direkt zitiert. Ich habe nichts falsch gemacht. Verhaftet mich halt. Was wollt ihr von mir? Nein. Ist das immer noch ein Zitat? Er hat eine Frau kennengelernt, aus der Ukraine, glaube ich. Und sie ist da angekommen, sie sind zusammen gewesen. Und dann hat sie sich, oh Wunder, wo sie ihn wahrscheinlich ein bisschen besser kennengelernt hat, von ihm trennt. Ich kann mir nicht vorstellen, wieso. Sie hat zuerst ein bisschen besser kennenlernen. Und er hat sich einweisen lassen in eine Psychiatrie. Und dann ist er dann nach einem Tag wieder rausgeflogen, was man auch zuerst arbeiten muss. Ja. Und dann hat er, glaube ich, wirklich auf TikTok einfach so einen richtigen Run gehabt, mit so all 5 Stunden Video aufladen, wo sie sieht und was sie... Und jetzt weiss ich es ehrlich auch nicht mehr. Ich musste detoxen. Eben schon. Ich musste irgendwann von Amerika detoxen. Aber trotzdem 3000 Stimmen noch bekommen. Ich glaube, da 2500. Also es ist lächerlich. Also wirklich lächerlich. Aber es ist... Ich habe ihn mal gesehen. Flyern. Und dann haben gesagt, grüezi Herr Weber. Und er hat gesagt, helfen Sie mir flyern. Und ich so sicher nicht. Dann ist mir Kopf gegeben. Er wollte, dass ich für ihn gehe. Ja. Gut, ich glaube, wir haben im Talk-Bereich haben wir jetzt das Ultimative rausgeholt, was wir haben können. Weil wir haben jetzt noch
vielleicht 20, 25 Minuten Zeit. Und das war der interaktive Teil. Also die sind ja wirklich wahnsinnig brav da sitzen geblieben, haben euch das alles angelost. Ich verstand es nicht, aber es ist sehr schön. Das war jetzt der Moment, wo... Wir haben noch ein Mikrofon, oder? Ja, super. Wir haben noch eins. Sehr gut. Also, falls ihr Fragen habt an entweder der Baschi oder der Matteo, aufpassen, oder von mir selber an mich, dann könnt ihr euch sehr gerne melden. Ein Mikrofon wird euch dann gebracht. Ja, da ist es. Und dann können wir darüber reden. Damit das mal so ein bisschen angekurbelt wird, hat der Matteo selber noch drei Fragen parat. Ich möchte dazu noch sagen, ihr könnt Basti euch auch einfach melden, wenn ihr auch eine gute Parodie von jemandem könnt. Also, das ist auch in Ordnung. Also, da war mal dabei. Falls ihr Eva Herzog könnt nachmachen könnt. Nein, ich habe drei Fragen. Also, das ist jetzt wie, mal schauen, was das hergibt. Mich interessiert immer, wenn ich mit Leuten, die auch Showbusiness arbeiten, vor allem Comedians, aber sicher auch jetzt bei dir. Betonung auf auch. Ist ein Novum. weißt du konkret noch, weil ich weiß es ganz sicher, und der Joel, glaube auch, was die schlimmste Auftritt in der ganzen Karriere... Boah, da kommt, also, ja, da kommt schon ziemlich... Nein, ja, wirklich, es tut mir wirklich wahnsinnig. Ich glaube, wir sind da so am Labern. Weißt du, wenn wir so einen Podcast machen in diesem Kämmerle, dann wissen wir reden miteinander. Und die es hören wollen, die können... Obwohl, die können ja auch alle jetzt an einen Burgerstand gehen und irgendwie Pommes reinhauen. Also, falls es einen Burgerstand gibt, ich habe noch keinen gesehen, aber... Aber nein, es ist wirklich ein schlimmer Auftritt. Ich hatte einen sehr amüsanten Auftritt gehabt, lustigerweise an der MUBA. Oh. Am Morgen, am 10 Uhr, am Sonntag, am Morgen, mit dem Amacher, mit dem Blues-Gitarrist. Yeah. Das war wirklich wahnsinnig lustig. Und sonst aber jetzt peinlich, nein. Also nicht peinlich, einfach weird oder weird, schlimm. Ja. Oder einfach so, wo du nachher rausgelaufen bist und denkst, so, all das hätte jetzt nicht müssen. Also ja, das gibt es sicher, sein. Aber die Frage kommt mir jetzt zu weit. Geht er zu weit? Okay, gut. Dann machen wir, bevor das Mikrofon umgreift, ist auch wieder eine Frage, die mich interessiert. Hast du ein Ritual oder einen fixen Ablauf, wo du, sagen wir jetzt Basel Volkshaus, 1200 Leute, du weißt, die sind Raum, zahlst zu, du hast noch 5 Minuten bis Showtime. Hast du ein fixes Ritual, wo du weißt, dann komme ich in den Modus, ich komme auf die Bühne und dann bin ich auf Schiene? Gibt es dort etwas? Ich beschließe mich meistens noch aufs WC ein und lege meine In-Ears an und gehe, glaube ich, noch mal im Kopf Z-Liste durch und probiere bei jedem Song so den ersten Satz schnell ins Gedächtnis zu rufen. Einfach für meine Sicherheit. Hey, bist nicht nervös, du hast es im Kopf, du kannst es singen, alles gut. Dann noch schnell einen Circle Jerk mit der Band und dann geht es los. Ja. Stark. Meine und Frage an dich. Bitte. Oder mehr eine Feststellung. Du machst mich leicht aggressiv auf Social Media. Mit deinen verschwitzten also was willst du mir mit dem verschlagenen Gesicht sagen? An meine Stories sind nicht an die, also Boomer Alert, Stories, die du von Leuten auf Instagram siehst, sind keine Direktnachrichten an die, falls es noch nicht klar ist. Nein, ich poste einfach, was ich mache. Da muss man jedes Training posten. Nein, damit oh mein ich Gott, ein schlechtes Gewissen habe, jedes wo vielleicht Training mal einmal ein Pack Chips frisst, oder was? Nein, ich poste ab und zu, wenn ich daran denke. Nein, nicht ab und zu, jeden Tag. Nein, also es ist nicht jedes Training. Es klingt jetzt dumm, aber es ist nicht fast jeden Tag. Für die kleine 0,01%ige Chance, dass Leute das sehen und sich denken, ah, okay, fuck, er hat es gemacht, jetzt mache ich es auch. Er ist gegangen, obwohl ich habe nie Bock auf Training. Ich will nie trainieren. Ich habe keine Lust drauf. Ich mache es nicht gern. Aber die Routine, die du gesagt hast, wenn ich mich nicht zwinge zu machen, fange ich eh nie an, mache ich es nicht, geht es mir scheiße. Und ich mache es, dass vielleicht jemand nicht aggressiv ist, nicht mit Ziel, aber aggressiv zu machen. Ich mache es, damit vielleicht jemand sich denkt, mache ich es heute, Instagram auf, sieht meine verschwitzte Fresse, denkt so, Alter, wenn der auf den Motherfuckers kann, dann kann ich es. Weißt du, das. Vielleicht. Siehst du, und dann ist der Baschi go golfen. Nein, geil, okay.
Sind wir schon bereit? Haben wir Leute mit Fragen? Ist das Mikrofon schon im Raum? Die dritte Frage, aber da kommt schon mal eine. Ich habe noch eine Frage und dann kommen wir zu dir. Wie handelst du... Schon mal zu ihm gehen, ja? Wie handelst du Stress und Druck? Nicht nur Karriere, sondern generell. Wie handelst du Stress und Druck? Gibt es etwas, was dir hilft? Gibt es... Gehst du golfen? gute Frage. Was mache ich? Was? Kochen. Kochen ist bei dir, glaube ich, schon ein bisschen abschalten, oder? Okay, also was tut mir einfach gut im Leben? Yeah. Okay, ja, kochen, sicher, aber auch Sport. Ich gehe auch viel ins Gym, muss einfach nicht jedes Mal ein Selfie aufladen. Mache ich aber auch ab und zu, damit die Leute sehen, oh, der Basti ist aktiv. Und sonst, was ich mache, wenn ich Stress oder so, wahrscheinlich eins rauchen, was sicher nicht gut ist. Weißt du, ich meine, irgendwie, das ist so... Ja, ich weiß auch nicht. Nein, also eben, nur gefragt, ob du vielleicht irgendetwas hast, wo du sagst, okay, gut, ich habe zu viel Druck, jetzt muss ich das machen. Aber eins rauchen, ich weiß nicht, manche Leute hilft, mir hat es nie geholfen. Ich habe immer noch mehr, Bierenfick also, gehabt. Also redet ihr jetzt vom gleichen Rauchen? Ich kiffe nicht. Okay. Nein, natürlich Zigaretten. natürlich ein Schloten. So, ich glaube, wir haben tatsächlich die erste Frage. Ja, wie heißt du? Julian. Julian, Sali. Sehr schön, hallo. Sali Joel, meine Frage geht an Matteo. Und zwar, rechnest du heute noch mit einem neuen Stuhl? Ich kann aufgeben. Nein. Ich kann aufgeben. Oh mein Gott, nein, dude. Nein, das ist... ich habe das Gefühl, der Matteo ist der Einzige, der jetzt oben keine Rückenprobleme wird haben. Der Stuhl ist Titanic 45 Minuten nach dem Eisberg. Das ist lang gelaufen, die Story. Ganz schlimm. Und gibt es nächste Woche bald? Nächste Woche gibt es bald. Es ist ja heute bald. Es ist einfach, ich bin nicht dort, sondern es ist jemand anders dort. Es gibt jede Woche Comedy im Balz am Mittwoch um 7:30. Von dem her, see you there. Oder wird sicher mal gut. Danke, nächste Frage. Ihr dürft aufstrecken, das Mikrofon kommt zu euch. Sali, ich bin der Michi. Hallo. Michi? Jawohl, Michi. Michi, die Frage geht an Matteo. Wie gross ist der Joe Rogan? Dude. ich glaube 1,63, ich weiß es nicht genau. So. Das ist ein Insider, oder was? Definitiv. Das ist jemand, der meinen Podcast hört und sich über mich lustig macht. Das ist, wer er ist. Aber gut, danke. Schön bist du. Alle jetzt, Leute haben verstanden. Jetzt haben wir den mal kennengelernt. Ja, das ist sehr schön. So, Achtung. Du wisst schon... Hoi. Hallo. Hallo. An euch alle drei, was ist eures Vorbild? Ui, unser Vorbild. Wer überlegt am längsten? Nicht mein Vater. Nein, Spaß. das ist halt schwierig. Also im Beruf als Comedian ist es der Bill Burr. Im Beruf als Comedian ist der Bill Burr. So im Leben. Oh, weiß ich nicht. Weißt du, dass ich gerade da sitze, gell? Der Bill Burr. Es ist der Bill Burr im Beruf. Ist es der Bill Burr? Das ist ein Comedian aus Amerika. Das ist ein sehr, sehr berühmter Comedian. Kannst in etwa 10 Jahren kannst mal etwas von ihm schauen. also, hast du noch in einem anderen Bereich ein Vorbild? Nur noch schnell, wenn du sagst, im Beruflichen. Ja, so im Leben ist es vielleicht Jesus, aber es ist bis jetzt weit gerieben. Nein. ich habe kein konkretes Vorbild, aber ich habe gewisse Werte, ich habe gewisse Sachen, die ich finde, wo ein Mensch auszeichnet, wo ich noch nicht bin, wo ich gern irgendwann wäre. Also ich weiß, was ich toll finde in Menschen, ich pick mir das aus einzelnen Menschen aus. Meine Freundin ist mein Vorbild in gewissen Sachen. In gewissen Sachen ist meine Mutter mein Vorbild, meine Großmutter mein Vorbild. Und ich pick mir raus, was ich wichtig finde und sage, das möchte ich auch sein. Weißt du, was ich meine? Es ist wirklich spannend, dich heute in dieser Situation kennenzulernen. Genau das Gleiche hätte ich jetzt auch gesagt. Mein Onkel zum Beispiel ist vom Metzger, also der Bruder von meiner Mutter, ist Metzger gewesen, die Lehre gemacht als Metzger. Ist dann Veganer geworden, ist dann zum Hinduismus in Tempel auf Zürich leben.
hat dann krankend MS bekommen, ist jetzt im Rollstuhl. Das weißt du, es, eben, meine Mutter hat auch Geschichten erlebt, mein Vater auch etc. Und aus denen raus kann man sich immer wieder Sachen ziehen. Hätte ich genau das Gleiche so gesagt wie du auch. Und jetzt kann ich nur noch verlieren. Weißt du, was ich meine? Egal, was nein, jetzt ich jetzt sage. Nein, also ich auch in verschiedenen Bereichen verschiedene Vorbilder. Wenn es jetzt um rein Comedy geht, dann muss ich immer den Michael Mittermeier erwähnen, weil ich als 12-Jähriger, wahrscheinlich einen Tag, nachdem ich im Skilager 6 Stunden gewartet habe, wo ich dann zurückgekommen bin, habe ich auf, ich glaube, Sat.1 ist es gesehen, irgendeine komische Sendung, habe ich den Michael Mittermeier gesehen und ich habe das Konzept Stand-up-Comedy habe ich bis dort nicht gekannt. Es war für den deutschsprachigen Raum noch recht neu. Ich sehe ihn dort, ich denke, der redet zu mir. Was er macht, finde ich so wahnsinnig lustig. Und dann habe ich durch ihn entdeckt, was Stand-up-Comedy ist. Ich habe gemerkt, der Eddie Murphy, den ich schon als Filmschauspieler mega toll gefunden habe, hat früher auch Stand-up-Comedy gemacht. Und ich finde bis heute der Michael Mittermeier auch professionell und menschlich sehr klar ein Vorbild, weil er einer ist, der sich trotz dem Erfolg nie zu schade war, kleine Locations zu spielen, an einem Open Mic in Berlin zu gehen, wo 12 Leute sind, einfach weil er Comedy über alles liebt. Wo er unglaublichen Erfolg hatte, hat er gefunden, er geht ein halbes Jahr auf New York, wo ihn niemand kennt, einfach an Open Mics dort. Einfach weil er Comedy über alles liebt. Und die Liebe zu der Comedy, die er schon immer hatte, die Liebe zu Stand-up-Comedy, in diesem Punkt ist er sicher mein grosses Vorbild, was das anbelangt. Und sonst ist es wirklich auch wie bei euch, man kann so viel von anderen Menschen ziehen, Inspiration und probieren, in gewissen Bereichen so zu werden wie die Leute. Definitiv. Du kannst meine Instagram-Story schauen. Und, hast du ein Vorbild? Weißt du jemanden? Hast du ein Vorbild? Oder ist noch nicht? Der Almian Ayeti, der Fußballspieler. Stark. So. Sehr schön. Gibt es sonst noch eine Frage? Einfach aufstrecken. Da vorne der Herr. Der Herr. Hallo zusammen. Ich Hallo? Bin Janik. Ich habe, also eher was mich Wunder nimmt, ich weiß nicht, ob es die lustigste Frage ist, aber es nimmt mich Wunder. Das ist ein guter Start. Ich finde es sehr gut. Du bist ja sehr berühmt, Baschi. Wie ist das so? Also als nicht berühmt, ist das wirklich so mega cool, wie man sich das vorstellt? Oder, jo. Ja, das ist klar, dass die Frage nur an mich kann gehen auf dieser Bühne. Ich darf aber auch etwas sagen. Also, Nein, du bist Nein, er hat natürlich auch absolut recht. Ja, ja du bist schon. So als unglaublich berühmte Person. Nein. Ganz ehrlich, ich mache es jetzt schon 20 Jahre und ich halt wirklich, ich meine, der Joel, auch du, Matteo, ich meine, ich habe einen anderen Start gehabt. Ich bin in dieser Castingshow auf SRF. Von 0 auf 100 innerhalb von 2 Monaten aufgespickt worden. Also, nach jeder Sendung mehr, als ich in dieser Show war, haben mich mehr Leute schon mal kennt in der Schweiz. Und ich war schon im Blick, ich war zu dieser Zeit schon in der Schweiz illustriert. Und ich glaube, zu dieser Zeit hat man die Medien noch viel mehr wohl. Also, weißt du, ein Gesicht in einer Zeitung heute, also das hat man glaube ich schnell vergessen, aber vor 20 Jahren, wenn du vielleicht für eine längere Zeit immer wieder präsent in grossen Medien warst, hat sich das wie in den Köpfen der Menschen ein bisschen eingebrennt irgendwie. Und ich glaube, oder meine Berühmtheit ist sicher auch noch dem geschuldet, was dort abgegangen ist, dass ich einfach so unfassbar präsent war in so kurzer Zeit. Und logisch, dann hat es sicher auch noch andere Sachen gegeben, wie bringen heim, wie der Match etc., wo ich einfach immer wieder eine krasse Medienpräsenz hatte. Und ich glaube, heutzutage ist das viel schwieriger für einen Newcomer, das so für sich aufzubauen, weil das Insta oder TikTok, ich weiß nicht, wie das
bei den Leuten bleibt kleben. So. Weißt, wenn man jetzt wirklich von der breiten Masse redet, ich glaube, ob ich jetzt in St. Gallen, in Zürich, in Basel oder in Bern auf der Strasse rumlaufe, irgendeiner oder mehrere erkennen mich entweder vom Gesicht oder von meiner Stimme oder so. Es ist schon noch verrückt. Aber ob das etwas mit mir macht, ich hoffe es nicht und ich glaube es auch nicht. Also ich finde immer noch der gleich zugänglich und easy. Also von dem her, ab und zu hat es auch schöne Nebeneffekte, dass man mega spannende Leute kennenlernt. Weißt du, was ich meine? Ich habe jetzt 20 Jahre auf diesen Moment gewartet, ihn endlich dürfen, so nahe dürfen kennenzulernen und dann noch herauszufinden, dass wir noch ähnlich ticken. Das sind coole Momente. Und sonst natürlich, wenn du mal in eine geile Beiz willst, go essen irgendwo in Zürich und du weißt, du bekommst eh keinen Platz, dann kannst du vielleicht mal mit deinem Namen irgendetwas anbekommen. Aber that's it. Ist immer noch das Geile an der Schweiz. Die Schweiz ist so fucking lame eigentlich und so kein, wir haben so keinen Star-Appeal oder irgendetwas. Also in der Schweiz abzuheben, finde ich, du musst ziemlich durch sein und ja. Also warte noch ein paar Jahre. Bei Matteo. Ja, nein, bei ihm mache ich mir auch keine Angst. Sehr gut. Gibt es sonst noch eine Frage von jemandem? Weil wir sind jetzt dann eh langsam mit der Zeit am Ende von unserem ersten Podcast. Ich möchte aber noch ganz... Ist es das ernsthaft gewesen, dass du den Podcast nicht ausstrahlen kannst? Mal schauen, was damit passiert. Also würdest du mir sagen, ich bin 2 Stunden für nichts angefahren? Nein, obwohl ich eine gute Zeit kann mit Ihnen. Ja, das ja, Publikum. Ich kann gerade ja. sagen. Machen noch mal ein bisschen Da haben wir noch jemanden. Yes. Hallo. Hallo. Dali. Die Frau geht an Baschi. mein Name ist Olivia. Ich habe dich vorher schon beim Eingang gesehen, unter der grossen Uhr. Und ich habe gedacht, ich frage dich nicht, um ein Foto zu machen, weil ich gedacht habe, du bist in der Pause. Und jetzt wollte ich mich fragen, ob ich nachher noch mit dir ein Foto machen darf. Ja, logisch. Yeah! Das sind die coolen Fragen, oder? wo man so easy beantworten kann. Ja. Wir haben noch mal. Mach du mit Nemo. Nemo, ja, mega, also spannende Frage. Geile, coole Persönlichkeit, Nemo. Ja. Seid ihr, ja? Ja, das ist der, wo du gut schlagen und den Schlager-Contest. Den Song gehört? Angelost, am Radio und dann okay. weiter, aber... Okay. ich bin ehrlich mit dir. Ich habe nicht mit einem Blut, Alter. Das wird halt nicht geflucht im Song, ja. Du hast mit Nemo, ja. Was ist heute Mittwoch? Heute kommt Sing meinen Song mit dem Nemo. Ja. Und? Du musst ja jetzt eh noch ein paar Songs eingeben. Das heisst, gehst auf einen ein, wo du sagst, Duett mit Nemo. Das ist noch nicht geschrieben, aber es schafft ja als Idee. Kannst du mal platzieren. So. Ich möchte noch ganz kurz einhaken wegen deiner Berühmtheit. Weil ich glaube, was du gesagt hast, natürlich ist es eine Castingshow. Aber so viele Menschen sind in Castingshows gesehen. Und was bei dir neben deiner Musik wirklich dich, glaube ich, schon immer ausgemacht hat, ist, dass du wirklich so bist, wie du bist. Dass du dich nie verstellt hast und ich meine, ich bin, glaube ein Jahr jünger als du, wenn ich es richtig im Kopf habe, und habe ziemlich von Anfang an Music Star alles mitgekriegt und habe natürlich zuerst gedacht, jojo, das ist eine Casting-Fuzzi, weißt? Und dann kommt Baschi National, kleine SRF-Doku über die Leben, und man kann nicht anders, als dann die einfach gern kriegen. So, obwohl ich die noch nicht persönlich kennt habe, habe ich einfach gefunden, ja, aber das ist schon ein cooles Sieg, weißt? Und das überträgt sich. Ich glaube, bei dir, durch Medien, durch keine Ahnung, Fernsehen, auch Social Media und einfach, wenn die Leute mal nicht mehr sehen. Und das ist, so lame die Schweiz auch ist das eine wirklich schöne Seltenheit, dass es trotzdem so Menschen gibt. Kann ich einfach mal noch sagen, so zum Abschluss. Danke. So, und jetzt beide auf Snowboard, auf einen Bügellift und rummachen. Auf dem Weg rauf. Nein, an dieser Stelle, vielen herzlichen Dank, Baschi, bist du da gewesen.
Danke, Matteo. Ich kann mich gerne jetzt tanzen. Du bist nachher noch da. Nein, ich bin nachher nicht mehr da. Ich kann nachher an alle drei Bürgerstand halten. Und weiterhin ganz viel Erfolg mit neuen Songs dann auch. Hey, einfach schreiben, GL, gell? Du auch jetzt. Okay, danke. Du bist jetzt auch in meiner Family. Das ist lieb. Und ich schicke dir ab jetzt auch persönlich Fotos. Das ja, ist wie bitte, so, ja. Du ja, verpasst ja. Kein Workout mehr von mir. Es hat mega Spass gemacht. Danke vielmals. Danke. Meine Damen und Herren, der Baschi! Ja.